Mai 1980. Die Berliner Rockszene feiert ihr erstes großes Festival. Zwei Tage lang. 11 Gruppen treten auf beim Rockzirkus im Tempodrom. Einige davon wollen wir in diesem Film vorstellen. New Wave, das ist nach dem Elektronikrock, dem Politrock, dem Hardrock die vierte Welle der neuen Berliner Rockmusik. Angefangen hat es Mitte der 60er Jahre mit Gruppen wie The Boots, mit Drafi Deutscher und vielen anderen. Anfang der 70er Jahre entstanden dann mit der Studentenbewegung Gruppen wie Tonsteine Scherben und Lokomotive Kreuzberg. 1976/77 kam Nina Hagen von Ost-Berlin über London nach West-Berlin. Gleichzeitig wurde die ehemalige Reichshauptstadt von David Bowie und Iggy Pop entdeckt. Sie produzierten ihre Platten im Hansa-Studio neben dem Tempodrom. Wall City Rock, Mauerstadtrock. Dieser Begriff stammt genauso wie der gleichnamige Song von der Gruppe PVC, der ersten Punkband Berlins, gegründet 1977. Wall City Rock, das ist Musik mit der Mauer im Rücken, an die Wand gedrückt, an den Rand gedrückt. Druck erzeugt Gegendruck. Ohne Mauer keine Power, sagt ein Spruch aus der Szene. Die Mauer ist heute Kommunikationsmittel. Sie ist zur größten Wandzeitung der Stadt geworden. Sie macht nicht mehr sprachlos, sie provoziert zum Sprechen. Botschaften aus der Sprühdose. Einer Musik, die immer härter wird, weil das Leben immer härter wird, ist die Mauer nicht mehr Symbol deutscher Teilung. Sie ist ihre Vergegenständlichung der Härte und der Kälte Westberliner Alltags. Wall City Rock. Das ist Ausdruck von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. No future, keine Zukunft, wie der Punk-Slogan sagt. Wall City Rock. Das ist zugleich Protest und Revolte gegen Entfremdung und permanente Frustration. Kein textlastiger Politrock mehr, keine Parolenmusik. Knut Schaller von PVC, die hier beim Soundcheck zu sehen und zu hören sind, sagt warum. Ja, du kannst mit Rock'n'Roll keine Politik machen, muss man so sagen. Aber Rock'n'Roll kann politische Aussagen enthalten. Das also Rock'n'Roll kann Leute zum Denken anregen. Aber Rock'n'Roll ist nie ein kann Leuten nicht einen Weg weisen. 1, 1, 1, 47, 11, 47, 11, 1, 17, 13. Der Denkprozess muss bei den Leuten selbst stattfinden. Du kannst Denkanregungen geben mit den Texten, mit der Musik, mit der Art und Weise, wie du die Musik machst, mit der Art und Weise, wie die Bühnenschau läuft. Kannst du bei den Leuten ein bestimmtes Gefühl erwecken. Aber die Reaktion muss von den Leuten selbst kommen. On alert. The danger warning is out, 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 out. The radio telephones on the hook. The nuclear fallout, out, out, out. Your radio on the wall is old and left over.
of you. No other trace at all. Just start going with the wind. No return. No return. No return. No return. A free-strained soul, a holy wine. Some junkies shoot till the last four feet, 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 feet. The newspaper breaks down in tears. No need to talk anymore. Pull the hand of last night's lover. Smoke your last cigarette. You're gonna have another. And nothing comes back, back, no back, return. No return. No return. No return. Sirens scream, traffic stops. Some atoms divide. A big white flash sets the sky on fire. Collective suicide. Left of you, no other trace at all. Your ashes are going to win, no return. No return, no return. No return, no return. Seit einigen Jahren zieht es mehr und mehr Musiker aus der Bundesrepublik in die heimliche Hauptstadt des Rock'n'Roll. 700 bis 800 Rockbands gibt es in West-Berlin. Die Musikszene der Stadt wirkt wie ein Magnet. Ihre Anziehungskraft reicht inzwischen bis nach England, bis nach Amerika. Der Sänger der Gruppe Z, David McCormick, kommt aus Newcastle. Aus New York sind in diesem Jahr drei Sängerinnen nach Berlin gekommen und spontan hier geblieben. Joy Ryder, Jane County und Rosie Rocker. Sie singen englische Texte. Viele Berliner Bands, wie hier die Gruppe Ideal, arbeiten mit deutschen Texten. War doch so mein Zufall ein. Ich steig aus, um wieder da zu sein. Zu U-Bahn runter am Alkohol vorbei. Richtung Kreuzberg, die Zeit ist frei. Back und Center, ich spring voran zu. Zwei Kontrolleure, einer wird ruf. Im Affenzahn, die Rolltreppe rauf. Zwei Türken halten die Beamten auf. Oranienstraße, hier lebt der Koran. Da hinten fängt die Mauer an. Mariannenplatz rot verschrien. Es fühlt sich gut, ich stehe auf Berlin. Ich fühle mich gut.
wir gehen nach Berlin. Ich fand mich cool. Wir gehen nach Berlin. Im Tran. Es riecht nach Oliven und Majoran. Zum Kanal am Ruinen vorbei. Da hinten das Büro der Partei. Auf dem Gehwegkunde kurz. Ich trinke Kaffee im Morgenrot. Später dann in die alte Fabrik, die mit dem Ost-West-Überblick. Zweiter Stock, vierter Hinterhof. Neben mir wohnt ein Philosoph. Fenster auf, ich hör Tockenmelodie. Fühl mich gut, ich stehe auf Berlin. Ich fühl mich gut. Ich bin hier nach Berlin. Läuft Touristenkulturprogramm, teurer Ramsch am Straßenstand. Ich esse die Pizza aus der Hand. Ein Taxi fährt zu Promi hat. Flasche Sekt 150 Mark. Für Westdeutschen, der sein Geld versäumt. Mal sehen, was im Dschungel läuft. Musik ist heiß, das Neonlicht strahlt. Irgendjemand hat mir Gin bezahlt. Die Tanzfläche braucht hier trotzdem die Ziel. Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin. Ich fühl mich gut. Ich bin nicht gut. Ich bin auf Berlin. Ich war 6 Semester auf der Musikhochschule in Köln und habe dann keinen Abschluss mehr gemacht, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, diesen Leistungsdruck auszuhalten. 8 Stunden oder 10 Stunden Fingerübungen am Tag. Ich habe das dann irgendwann geschmissen, weil aus mir eh keine Elinai wurde und wenn schon, denn schon. Und habe dann alles sausen lassen, exmatrikuliert, meine Eltern weinend zurückgelassen, bin nach Berlin gegangen und habe versucht, Rockmusik zu machen. Du machst jetzt deutsche Texte. Was ist das für ein Unterschied zum englischen Text? Wie ja. bist du dazu gekommen? Ich habe erst englische Texte gesungen, was viel einfacher, weil man sich hinter so einem Wort wie Baby und kann man sich sehr gut verstecken und man muss wesentlich direkter und nackter sein, wenn man Deutsch singt, weil jeder kann jedes Wort verstehen. Du musst es gestisch darstellen, das Publikum merkt, ob du lügst oder nicht, wenn du deutsche Texte singst. Deswegen ist es schon schwerer. Luxus ist entstanden, dass ich an irgendeinem Morgen, man dachte, ich krepel hier rum, ich arbeite auch 8 Stunden wie alle anderen Leute auch und nie, aber immer unter dem Nettoverdiensteinkommen. Ich arbeite auch an der Musik mindestens 8 Stunden am Tag und es ist mir ziemlich auf den Geist gegangen, dass ich also mit der Musik manchmal nur so eben bei 600 Mark liege durch Auftritte und Klavierunterricht und ich habe einfach gesehen, dass ich genauso luxuriöse Bedürfnisse habe, also bei der Studentenzeit habe ich dann auch vergessen, also ich bin nicht mehr so eingestellt, dass ich denke, okay, ich möchte ganz spartanisch leben und nur auf die inneren Werte kommt es an. Ich habe Lust zu prassen, ich möchte rumfliegen, möchte ein Weltticket haben, eine Rundreise machen, so eine Sachen. Ich stehe auf Luxus. Tag und Nacht. Ich brauche Luxus. Tag und Nacht.
totaler Luxus beruhigt meine Nerven. Es will mit Geld nur so um mich werfen. Totaler Luxus kann mich retten. Luxus ist für Vitamintabletten. Ich stehe auf Luxus. Tag und Nacht. Ich esse Luxus. Tag und Nacht. Totaler Luxus beruhigt meine Nerven. Ich will mit Geld nur so um mich werfen. Totaler Luxus kann mich retten. Nicht nur in England und in Amerika werden immer mehr Frauen in der männlichen Domäne Rock'n'Roll tonangebend. Mit der neuen Welle sind Gruppen entstanden, in denen Frauen nicht bloß singen und als Blickfang agieren. Sie spielen Bass und Gitarre, Schlagzeug und Keyboards, sie komponieren und schreiben Texte. Frauen wie Patti Smith und Bands wie The Slits haben wesentlich dazu beigetragen, Stilrichtungen des New Wave Rock zu entwickeln. Glaubt man den Angaben Berliner Musikalienhändler, dann ist demnächst ein wahrer Boom rockender Frauen zu erwarten. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres 1980 sollen über 50 nagelneue Schlagzeuge in Frauenhände gegangen sein. Jede dritte elektrische Gitarre wurde angeblich von einer Frau gekauft. Diese Frauen sind selbstbewusst genug, auch Männer musikalisch anzumachen. Beispiel die In-Sisters. Zur Verfügung stehen. Das ist alles, was ich will. Dafür bin ich dumm und still. Leine deinen Leib den Palmen. Ich bin die Super. Ja, das war dann unheimlich schwer, überhaupt eine Gruppe zusammenzukriegen. Wir haben den Annoncen gestartet, das war Gitarristin suchen und das waren halt alles Frauen, die spielten irgendwie akustisch Gitarre und dann haben sie gedacht, stecken sie irgendwie akustische Gitarre mit einem Kabel in einen Amp rein und dann kommt da elektrische Musik raus. Das war aber alles so folkloremäßig mehr. Es war unheimlich schwer, eine Gitarristin zu finden, auch Sängerinnen. Also sind zwar viele gekommen und sich viele gemeldet, aber war schwer. Ja, und dann? Ja, dann bin ich dazu gekommen durch auch eine Annonce, aber eigentlich mehr durch eine Freundin, die diese Annonce wieder gelesen hatte. Und ich habe damals ja auch noch nicht E-Gitarre gespielt, ich habe mir dann erst eine E-Gitarre zugelegt und habe dann praktisch neu entwickelt, E-Gitarre zu spielen mit der Gruppe. Warum gibt es eurer Meinung nach so wenig Frauen in der Rockmusik? Ja, weil es für die meisten Frauen, also es fehlt einfach auch an Identifikationsmöglichkeiten, dass eben, man sieht eben nur Männer auf der Bühne und wenn Frauen auf der Bühne sind, dann singen die halt und machen ein bisschen auf Groupie, das ist alles, was sie dürfen. Oder was einfach so anerkannt ist und
Na, stimmt schon, die meisten. Und ich glaube, also, naja, wenn Kinder Jungs da immer Männer sind, ist ganz klar, dass sie dann also auch zu ihren Instrumenten greifen, das haben wollen. Auch was sie von zu Hause aus lernen, ist alles Querflöte, Blockflöte, vielleicht noch irgendwie ja Zupfgitarre, klassisch oder auch Geige. Klavier, auch meistens klassische Sachen oder ja Wanderlieder oder weiß ich, was die Frauen da so lernen. Ne? Mhm. Aber welche Frau fängt schon an mit Schlagzeug oder mit 9 Jahren oder so, sich an Schlagzeug zu setzen? Ja, oder? Frauen machen auch was? Weniger aggressive Musik als Männer im Allgemeinen, ja. Die werden einfach dazu angehalten. Schön brav, angezogen, brave Musik, ne? Das ist ein Stichwort für mich. Weshalb spielt ihr Rockmusik? Also ich finde Rockmusik zu schön, um sie den Männern zu überlassen. Tja, ich stehe auch drauf. Da kann man halt die sauber rauslassen. In aller Ruhe gemütlich verrückt spielen, das muss sein. Vielen Dank, wir kommen jetzt zu unserem letzten Stück für heute Abend. Bock auf Rock. In Sisters, das sind Christel Ungeheuer, Gitarre. Komm mir mal vor, wie schwarm der Bass. Karin Elfmeter am Bass. Anna Strong an der anderen Gitarre. Ilonka Tomtom. Else Nabu am Mikro und Rosa Prächtig an den Keyboards. Bock auf Rock. Hallo Kleine, hier ist Alena. Der kann auf mir bis zum Dahin. Der bin ich aber schon vorbei. Wir trinken was. Disco-Nächte, alles was ich möchte. Rock'n'Roll, New Wave, Punk, Heifel und Eis. Dann fangen wir doch in deine Story zu heilen. In Super-Floy. Und die Bräute heute, fast die Meute. Heiße Macker wieder am Start. Kein Arsch und keine Suppe im Tat. Zehn Brummer, wo ich hinsehe. Was willst du wohl, warum ich hingehe? Rock'n'Roll, New Wave, Punk, heiße Leute, heißer Punk, Glitter, Blitter, Disco, Ritter, Halt, Rein, im Super-Floy. Wer in Berlin Bock hat auf Rock, der hat es schwerer als anderswo. Der Stadt fehlt das Hinterland. Jeder Auftritt außerhalb Berlins erfordert lange und kostspielige Transportwege. Das ist nicht der einzige Standortnachteil. Die großen Schallplattenfirmen, die großen Studios liegen fernab. In Hamburg, Frankfurt, Köln und München. Die Presse sitzt in Hamburg. Sie hat die Hamburger Szene groß gemacht. Diese Unterstützung fehlt der Berliner Rockmusik, jedenfalls bisher. Zum Ausgleich hat der Berliner Senat angefangen, Popmusik zu fördern. Beim Senator für kulturelle Angelegenheiten gibt es seit 1977 zwei Senatsbeauftragte für freie Gruppen, kurz die Rockbeauftragten genannt. Lutz Mante, früher selbst Rockmusiker, und Bernd Mehlitz. Ja, ich arbeite seit Anfang 1979 beim Senator für kulturelle Angelegenheiten und kümmere mich um die Förderung von vorwiegend Rock- und Jazzmusikgruppen. Meine Aufgabe ist es, mich zu informieren, welchen Stand Gruppen haben, wie viele Gruppen es gibt und wo man mit einer gezielten Förderung ansetzen kann. Der Gesamtetat des Kultursenators sind in diesem Jahr 293 Millionen. Das ist das, was für Kultur in der Stadt ausgegeben wird. Dagegen könnte man natürlich im Einzelnen Zahlen setzen, was für die Deutsche Oper ausgegeben wird oder für die Philharmonie.
Bloß wird es schwierig sein, bei diesen Zahlen nur wirklich eine Relation zu finden, weil sie ungleich höher sind zu der 1 Million, die wir für diesen Bereich ausgeben. Mir liegt eigentlich daran, darauf hinzuweisen, dass wir hiermit einen Anfang tun und als erste Stadt oder als erstes Bundesland in der Bundesrepublik einen Anfang machen mit einer Förderung einer Sparte, die bisher noch keine Förderung erfahren hat. Von der 1 Million, die für die Förderung freier Gruppenaktivitäten zur Verfügung steht, hat die Rockmusik im vergangenen Jahr 275.000 D-Mark bekommen. Hiervon haben wir 2 Schallplattenproduktionen gefördert. Bei diesen Produktionen sind insgesamt 12 Gruppen erfasst worden. Wir haben angefangen, ein Tonstudio zu errichten. Wir haben daneben dann auch noch probiert, an der einen oder anderen Stelle kleine Konzerte zu fördern, wo sich Interessengemeinschaften wie die damals noch bestehende IG Rock vorgestellt haben, was notwendig ist, um den Kontakt zum Publikum zu bekommen. Well, it makes you go crazy, makes you go mad, makes you so nervous, makes you so sad. But it's all in the mind. In the mind. In the mind. Makes you go up, makes you go down, makes you feel a fool, makes you such a clown. But it's all in the mind. In the mind. Blues, it gives you hatred, it makes you feel used, but it's all in the mind, in the mind. Z kommt eigentlich aus dem Altgriechischen und heißt, wir wollen leben. Das war irgendwie der Grund, weshalb wir Z genommen haben. Und weil Z eben ganz klar ist. Z ist überall zu erkennen. Wo kommt die Musik her, die ihr macht? Tja, die Musik kommt eigentlich von den Leuten, die Z machen. Und die Jahre, die man eben schon gemacht hat, woanders. Und da kommt jeder woanders her. Ich bin jetzt seit 2 Jahren in Berlin und habe Johannes kennengelernt und da haben wir bei Zoff gespielt, Rhythm and Blues, und vorher habe ich Jazzrock gemacht und Johannes auch. Tja, und dann kam Micha. Sag du mal was. Tja, die Musik ist eigentlich halt das, was an neuer Rockmusik im Moment gemacht wird. Ne? Die, also etwas, was eigentlich nicht vergleichbar ist so mit den 60er Jahren. Ne? Es gibt in dem Sinne keine Solo-Instrumente mehr, wie es das früher gab, diese elenden Solo-Gitarren-Passagen. Ich bemühe mich also auch, kein Solo zu spielen. Es ist irgendwie alles kompakter, als es eben früher war. Es ist irgendwie mehr Gruppen zusammen einen eigenen Sound kreieren, als das eben jemals zuvor war, meiner Meinung nach. Im Moment in der Musik, die jetzt gemacht wird.
An welcher Stelle setzt eigentlich das Saxophon ein? Überall. Ach, das spielt andauernd mit, ja? Ja, ja. Hm? Kann man es aufnehmen, ja? Ja, wann dann? Ich weiß nicht. Was? Klack, klack, Tür, klack, klack, klack. An die Arme. Jemand ist im Urlaub. Nehm ich. Die Spoons im Music Lab, einem kleinen Alternativstudio. Auch in England ist die neue Rockmusik, Punk und New Wave, in solchen Keller- und Garagenstudios entstanden. Für die Berliner Musiker waren allerdings nicht nur die unabhängigen englischen Labels Vorbild. Sie konnten zurückgreifen auf die Erfahrungen der Berliner Alternativszene. Hier im Music Lab haben die Gruppen PVC, Ideal, Z und Tempo, die in diesem Jahr alle ihre erste LP herausbringen, angefangen mit Demobändern und selbstproduzierten Singles. Vor 2,5 Jahren habe ich erstmal einen Laden hier gemietet und es war ein Papierwarenladen und dann alles ein bisschen studiomäßig ausgebaut. Am Anfang, wie gesagt, ganz primitive Technik und jetzt sind wir schon ganz gut geworden. Naja, wir können schon Platten produzieren und so, die sich ordentlich anhören. Ja, wir sind also im Augenblick total ausgebucht, hat sich ein bisschen rumgesprochen, dass man eben Musik aufnehmen kann, ohne 100 Mark die Stunde zu zahlen oder beziehungsweise 250, was so die teuren Studios kosten, die ganz teuren. Und naja, vor allem durch Tempo. Ne? Tempo haben eine Platte gemacht hier, haben zwei Platten hier gemacht und die sind ganz gut verkauft worden. Und da haben andere Leute es auch mitgekriegt, dass man eben sowas überhaupt machen kann, so eine Billigproduktion. Ja, wir kosten bei 8 Stunden am Tag kosten wir 25 Mark die Stunde plus Mehrwertsteuer. Ich meine, der größte Teil ist auch Idealismus. Ne? Ich meine, man macht es ja nicht deshalb, weil man damit Geld verdienen will, sondern weil man irgendwie eine Aufgabe hat, für sich gefunden hat, wo man wirklich sagen kann, okay, da kann ich irgendwas mit umsetzen, da kann ich Leuten Ideen helfen, die umzusetzen. Und das macht so eine mordsmäßige Laune, dass man eigentlich dann die ganze Arbeitszeit und die ganze Energie, die man hat, in so eine Sache reinsteckt. Ne? Okay, ich spiel's nochmal runter über Kopfhörer, ja? Ich verlieb mich in dich. Was hättest du schon übrig für mich? Wenn ich dir sage, wir zwei, das wird gut. Du glaubst es ja doch nicht. Dir fehlt einfach der Mut. Baby, baby, sieh doch mal klar. Baby, baby, alles ist wahr. Baby, baby, meine Nerven sind heiß. Baby, baby, und du fällt die Eis. So kalt wie Eis. Wenn ich dir sage, denkst du, das ist dein Ding und kein Wort ist wahr? Wenn ich dir sage, du oder keine, wüsstest du doch nicht, was ich meine. Bitte, bitte, vergeudet nur Zeit. Bitte, bitte, jetzt ist es so weit. Dass ich dir sage, du und ich, Mädchen, Mädchen, mehr will ich. So kalt wie Eis, so kalt wie Eis, so kalt.
kalt wie Eis, so kalt wie Eis, so kalt wie Eis. Wir hatten uns also so getroffen, hatten über den Halt und haben dann so festgestellt, dass also Bodo ein Schlagzeug im Keller zu stehen hatte, was ein paar Jahre unbenutzt war. Dass Nick, den wir da kennengelernt haben, gerade anfing Bass zu spielen und so davor ein bisschen schon mit so einer anderen Band rumgemacht hat, auch noch im Keller. Und immer noch der Jörg, der war der erste Sänger in der Band und ich. Und dann haben wir, wie Bodo schon sagte, also uns wirklich, wir haben jetzt in der Schule geprobt, da sind wir ziemlich schnell rausgeflogen, wegen der Lautstärke vor allem. Haben uns da einen richtigen Übungsraum besorgt, haben da mit sehr wenig Verstärkern, Gitarren und so weiter angefangen. Und das hat sich dann so langsam entwickelt, übers Jahr 78 so. Ihr hattet alle noch Berufe damals. Vielleicht kann jeder mal sagen, was er gemacht hat. Ich habe angefangen zu lernen bei Siemens, lange bevor ich das gemacht habe. Und eine Werkstoffprüferlehre, Werkstofftechnik habe ich auch abgeschlossen, als wir jetzt im Kanti gespielt haben. Fertig gemacht. Das scheiß Ding. Und, ja, und dann sonst Realschule normal, normaler Weg eigentlich so. Realschulabschluss gelernt und seitdem Job ich. Ja, da bin ich ja schlecht. Ich auch nach der Schule im Filmverführer ein paar Jahre eben. Ja, ich habe Abitur gemacht und studiert und das trudelt so aus. Ja, Filmverführer und auf. Ich bin nach dem Viertel der 11. Klasse von der Schule abgegangen. Zwangsweise. Ich bin Gelegenheitsarbeiter seit 10 Jahren circa. Du kommst aus Wien. Wie bist du nach Berlin gekommen? Wie bist du zu Tempo gekommen? Nach Berlin ganz zufällig. Mit dem Zug, wie der Mario sagt, ja. Und wollte eigentlich nicht her. Bin dann gleich geblieben. Und in Berlin ist also die ganze Szene sehr eng, sehr überschaubar. Das heißt, man musste wirklich warten, bis irgendeine von den Punk- oder New Wave-Bands sich auflöste und dann zusehen, dass man irgendwie mit den Leuten klarkommt. Das ging in dem Fall sehr einfach, weil wir kannten uns alle durchs SO36, durch diese Diskothek hier in Berlin, wo wir zum großen Teil auch gearbeitet haben. Also da habe ich zum Beispiel den Bobby kennengelernt und den Marius und so. Und dass sich damals First auflösten, was eine Berliner Punkband war, gab es ein Telefongespräch, man kannte sich eh vom Sehen. Ne? Ob man nicht was zusammen machen wollte, das wollte man. Und dann war auch ziemlich schnell klar, dass wir unabhängig produzieren wollten. Ne? Also wir sind halt durch englische Musik angetörnt gewesen, Musik zu machen. Wir haben auch gesehen, dass es in England möglich ist, unabhängig zu produzieren. Also sollte es hier auch möglich sein, weil die Bedingungen eigentlich sehr ähnlich sind, wenn sie auch schlechter sind hier, aber sie sind ähnlich. Was bedeutet das für euch, eure Musik zu machen? Nur so eine Art Ausbruch ist es. Ja. Mehr oder weniger auch. Jeder hat seit dem Leben schon davon geträumt. So normalen Gegebenheiten halt mal was anderes machen. Man hat ja auch was draufgesteckt dafür. Und da sind also wirklich, die werden es vielleicht auch eh, aber es sind so in Anführungsstrichen irgendwelche bürgerlichen Karrieren bei draufgegangen und so. Ne? Und das tut uns allen eigentlich so ganz gut. Americans cover Sektori. Sie verlassen den amerikanischen Sektor. Sektor, you live in the American sector. Who's not in the sector?